Willst du heute nicht wichteln? Nee, heute nicht. Yay, yeah, Level up! Level up! Okay, ja, geht's. Sofort Instanz abbrechen! Maul! Maul, das ist Paul! Maul! Mach deine Arbeit! Lass dich verprügeln! Schon dabei! Warte mal! Gut! Amiga Link, keinen Schaden machen! Was willst du? Was willst du? Kein Schaden machen. Das versteht machen, er wieder nicht. Du keinen Schaden machen, verstehe ich nicht. Paul! Ich hau drauf. Was? Warum denn das? Warum kommen denn die jetzt? Weiß ich nicht. Fanden den Arsch so schön oder so. Keine Ahnung. Und die auch noch. Ja, super. Leco mio. Das war's. Wir sind tot. Ja, das wird, ja. Jo. Yay! Yay! Woip. Ich lebe auch, ich la lebte. Ich lila lebte. Also bei der ersten Gruppe könnte es sein, dass die meinen Arsch schön fanden, aber bei der zweiten habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich ist da irgendwer zu nah dran vorbeigegangen oder so. Oder wir haben zu nah an der anderen Gruppe gekämpft. Ich habe keine Ahnung. Hätte man umgehen können. Hätte. Fahrradkette. Siehst du? Sehe ich. No risk, no fun, baby. Meinetwegen auch das. Rüstung 24%. Yay. Yay. Geh mal rippen. Ja, mach ich ja wirklich. Ich gehe jetzt mal vor die Tür und rippe. Ja. Das würde ich dir schwer empfehlen. Er hat 24% noch Rüstung. Ich habe 24 Gold Rap-Kosten. Das sind noch 24 Tage bis Weihnachten. Und die allgemeine Frage... Plus minus paar Monate. Alles ergibt einen Sinn. Ja. 28 Gold Rap-Kosten. Arbeite nett. Mit Mammut gemacht. War nett, dass wir darüber gesprochen haben. Wollen wir auf ihn warten oder wollen wir Spaß haben? Wir wollen Spaß haben. Renn vor. Schau dabei. Lauf, Forrest. Ich bin gelaufen. Schilde bei 20%. Ah ne, ist immer noch in Star Trek, ne? Jordi, wir haben noch Energiereserven. Haben wir? Stimmt, ich habe einen Heiltrank. Schilde sind bei 19%, wir schaffen das. Es wird lustig, wenn ich FTL spiele. Da hätte ich gerne ein Deutschpatch für. Oh ja, hätte ich auch gerne theoretisch. Halt einfach, weil das Vorlesen es einfacher macht. Wo ist der Mann, der keinen Schaden macht? Nicht hier! Nicht hier! Blaue Ausrufungszeichen, ist das eine Archäologie-Quest? Ja. Ist voll für den Arsch. Ologie. Okay. Archäologie dreht sich halt wirklich nur um den Arsch. Ja. Bosspol! Bosspol! Och nö, ne? Ach doch, ne? Das ist so voll krass, ey. Ja, macht ihr mal. Meinem Körper zerschellen. Spürt der Erde Macht. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ihr werdet an meinem Körper zerschellen. Ich finde das schön, dass ich den Teleporter nicht benutzen darf, weil ihr am Kämpfen seid. Hihihi. Kannst dich beim Chef bedanken. Verdammt, verdammt, zu langsam, zu langsam. Ja, ich werde es schaffen. Ich heile mich, bis ihr da seid. Hallo, ich warte auf den Retz. Ja, ja. Bringt nichts, ich wäre so eh tot. Ich warte auf den Retz.
ist tot. Okay. Wen jagt er denn jetzt? Keine Ahnung, vielleicht weiß er, dass ich noch irgendwo bin. Ja, wie ja. Die laufen dir entgegen. Ach du Scheiße, die kommen mir wirklich entgegen. Ich bin weg. Tschö. Er ist schneller als ich. Tschö. Das gibt's ja wohl nicht. Die haben dich gerochen. Die kommen dir wieder echt um entgegengelaufen. Hi. Wovon läufst du denn weg? Wow! Heila, Ogo, Ogo! Wo ist geil, dass man den so weit zurückpullen kann. Das ist geil, oder? Der kam mir da vorne an der Ecke, kam der mir entgegen. Ihr werdet an meinem Körper zerschellen. Spürt der Erdenmacht. Erdenmacht, ich höre es zum Glück nicht mehr. Draußen. Du kommst schon mal rein? Wir pullen ihn jetzt zum Eingang. Ja, mach das mal. Ich bleib draußen, das war eine dumme Ansage eben. Wieso habe ich Akku? Ich habe niemandem von dem etwas getan. Okay, ich hatte den Boss ein bisschen angehauen, aber das war im letzten Leben. Ich brauche einen Heal. Habe ich Heal? Heil dich selbst. Schon dabei. Ne, ist nicht von der Glyphe. Glaube ich. Ja, klar. Kann einen kleinen Moment dauern. Da kommt der Heiler gelaufen. Lauf, lauf, dreh um, lauf. Da sind noch Mobgruppen dabei. Das schaffen wir nicht. Das sah gut aus, wie der jetzt gewendet hat. Der Boss sagte schon richtig. Ihr werdet einmal Körper zerschellen. Ja, das werde ich. Wer schafft als Letzter? Ich laufe. Denk dran, da stehen noch Ads, Keks. Oh, shit! Was pullst du jetzt noch mehr? Klar, wenn schon, denn schon. Boah, ich bin raus. Tschö. Oh, ich hab's wirklich gepullt. Aber nur, weil halt ein Ad da durchgelaufen ist. Au! Ich geh da draußen. Ich bin draußen! Also zumindest im Ladebildschirm. Okay. Das war so gut. Ich glaube, wir können wieder rein, oder? Bevor ich komme da auf. Thema, no rest, no fun. Ich komme da um die Ecke und mir kommt diese Riesenhorde schon entgegen. Ich denke, hallo, was ist da los? Ja, jetzt ist alles cool. Pass auf, jetzt überholen müssen. Jetzt kommt die von oben runter. Ja. Und dann laufen wir in die andere Richtung, Richtung Endboss. Könnt ihr mal schön aufhören, jeder von euch ist in irgendeiner Tiergestalt, mit der er irgendwie schneller ist. Hallo? Ja, wenn wir sowas haben. Hab ne? mal, ne, ein bisschen Mitleid mit so einem Untoten, der einfach nur ein Krieger ist und nicht mal Intelligenz geskillt hat. Sei froh, dass ich keinen Sprint hab, so wie ihr Eulchen. Ja, sowieso das Schlimmste von allen. Amiga, leg pass auf deinen Arsch auf, dass sie dich nicht wieder süß finden, ne? Ja, ich kann da nichts dafür, ne? Das ist halt von der Natur so gegeben. Ich würde ja lieben gerne die Gruppe, die eine beim Zelt zumindest noch wegpusten. Und Amiga Link, bitte beim Boss aufpassen auf alles, was er an Effekten macht. Bitte rauslaufen. Hallo, ich sehe gerade, meine Rüstung ist auf 96%. Ich habe eben repariert, bin hier rein und wieder rausgelaufen. Was ist los? Normal. Pol! Ihr werdet an meinem Körper zerschellen. Spürt der Erde Macht. Das ist zu weit entfernt. So, aus dem Effekt raus. Der Deswegen. Ist abgeschlossen. So schnell war ich nicht. Ich war doch auch so schnell. Du bist aber vorwärts gelaufen wahrscheinlich. Ich Nein, rückwärts. Gelaufen. Also ja, vorwärts, aber nach hinten hin. Ich bin rückwärts nach hinten. Das solltest du niemals tun, wenn du irgendwo rauslaufen willst. Ah! Alter! Wo willst du denn jetzt hin?
Ich will nirgendwo hin. Der hat mich geschubst. Ihr werdet an meinem Körper zerschellen. Ja, jetzt sind wir wieder alleine. Wir sind zu zweit. Ah, das wird schon. Wir schaffen das. Ich fliege. Oh nein, es beginnt ja gleich wieder Fußball. Oh Gott. Läuft das ja schon den ganzen Tag? Die tröten jetzt hier in der Nachbarschaft wieder alle rum. Ich habe hier in der Nachbarschaft viele Fußballfans. Die haben wieder den ganzen Tag rumgrölen. Wahrscheinlich ist schon ein drauf. Spiel zu Ende oder so. Nee, 18 Uhr Deutschland spielt. Das habe ich gerade, also nicht gerade, sondern neulich schon mitgekriegt durch Arbeitskollegen. Ach so. Deswegen weiß ich das zufällig, weil Arbeitskollegen sind auch alle Fußball verrückt. Ich weiß gar nicht, warum ich mit denen arbeite. Wahrscheinlich, weil ich keine andere Wahl habe. Du hast keine andere Wahl, geht mir nämlich auch so. Aber ja, deswegen kriegt man sowas mit, oder ich zumindest, und ja, ich freue mich total. Nicht. Ich habe das Glück, ich habe zwei Arbeitskollegen, die auch keinen Fußball spielen. Du Glücklicher. Aber alle anderen. Hey Amiga, besohlen wir deine Sohlen. Ich komme ja schon geläuft. Ist nun mal ein gewisses Streckchen. Weil Teleporter geht ja nicht. Er ist ein totaler Movement-Boss für Tank vor allem. Kasa haben das Schöne bei dem. Ja. Wie, ich hab noch getroffen. Nein, heil. Ich war da definitiv gerade mal zu langsam. Hall. Deswegen sage ich ja, ne? Movement-Boss für den Tank. Wenn der Tank kein Movement hat, hast du beim Boss verkackt. Aber ich mag den Boss irgendwie als Tank. Was mal mehr ist, als steh einfach nur da und mach irgendwas. Ich komme jetzt zu der Ecke, wo er mir eben entgegenlief. Ey, ich seh euch. Yay. Dann kriegst du den Anfang und das Ende vom Bossfight mit. Ja. Da ist viel das beigetragen. Tut der gerade was, dass ich direkt wieder sterben kann? Ja. Ich ja. Rat mal, warum er rot leuchtet. Dann bleib ich mal zurück. Rot leuchtende Gegner sind meistens nicht so gut. Gerade in der Enrage-Phase und so weiter. Ich durfte einmal draufhauen. Oh, dieses Schwert, das habe ich geliebt in HC-Version. Allein schon von Optik her irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich mochte das. Gibt's auch nochmal in Rot und gibt's auch nochmal in Blau. Oh ja, das ist wirklich schick. Das habe ich sehr lange allein aus Style-Gründen getragen damals. Ich baue den Boss mal ab, ne? Ja, mach mal. Ich muss sowieso. Hätte ich mal, ne, so mitten im Bossfight meine Spitzhacke rausgeholt. Hättest du mal. Ich will Schwert da tragen können, das steht meinem Ork sehr gut hier. Ist genauso groß wie der Hammer. Ist ja voll der Hammer. Wir müssen 101 von den Dingern hier töten. Der eine fehlt wieder zum Schluss, kenne ich schon. Nee, es stehen halt beim Boss noch viele rum, aber ich weiß nicht, ob es dadurch die 101 da auffüllt. Oh, Big Mama kommt. Ja, Big Mama wird angehauen hier. Kann doch nix. Bitte zusammenstehen. Oder, na, nicht ganz zusammenstehen, weil ein bisschen Schaden macht der Flächeneffekt dann doch schon, aber halt andersweise nah beieinander. Der hat mich geschubst. Ja, er schubst mich hier die ganze Zeit. Der Heal hat Aggro. Immer diese Random-Akku hier. Ich brauche ein Ziel.
Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Kann ich noch nicht tun. Boah, Heal, ey, mach mal Auto-Hit. So, auf zum Endboss. Yay! Nein, du rennst nicht in die Mitte und pulst alle drei auf einmal. Ich renne in die Mitte und pull alle drei auf einmal. Nein, das machst du nicht. Doch, das mache ich. Er tut es. Du? Gönn ihm mal einen Totem da hin und geh wieder. So, und warum sollte ich das jetzt nicht tun? Doch, sind die schwach. Ich dachte, geht schlimmer aus. Sei doch, es fehlt einer. Nö, ich hab 101. Ich hab 100. 100 von 101, haha. Wo ist der denn? Die laufen da runter, aber stehen, glaube ich, keine. Ich sprint mal runter. Okay. Das ist natürlich verwunderlich. Ja. Oder halt jetzt hier so. durch den Bossfight dann. Weil da spawnen ja auch noch mal ein paar von denen. Ja, ich glaube, da kam noch ja, doch, die später kam noch was. Ganz schwach erinnere ich mich nämlich da noch ans erste Mal hier drin, habe ich mich auch darüber über den Fehlenden gewundert. So, dann pull ich mal. Die Welt wird aus Flammen neu entstehen. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht. So, und die macht ja auch den Darth Vader Griff, den dann bitte kicken. Kommen Sie schon, die Affen. Raus da. Dahinter stellen. Nee, die zählen nicht. Du musst einen separat töten holen. Okay. Habe ich getan. Jo, passt. So, jetzt hoch zum Dingens, oder wie war das? Du kannst auf sie weiterprügeln. Ich bleib hier stehen. Ich komm zu dir. Du musst den Dingern ausweichen, die Kugeln. Weg da. Ach ja, genau das war das. Ja. Heiler ist gleich tot. Heiler ist nicht tot. Früher wurde übrigens nicht angezeigt, wo das Ding aufschlägt. Das ist natürlich geil. Ja. Läuft sie hin? Bleib hier. Ich brauche ein Ziel. Noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Ich glaube, diese Voids hier blieben die ganze Zeit aktiv. Ja. Hättest du ruhig mal kicken können. Hab ich leider nicht wahrgenommen. Siehst ja nur, dass der Tank fliegt. Da, ich fliege. Sehr schön. Und er hat tot. Ja. Tröd. Hey, cool. Für Tank und Kette. Okay, das war's. Das war's, ich bin tot. Wo kann ich diese Quest abgeben? Anfang? Ja, oben. Walking Dead. Okay. Nee, du kannst das nicht singen. Du hast keinen blauen Kanister bei dir. Du läufst außerdem auf die Pfoten. Deswegen habe ich ja keinen blauen Kanister dabei. Esche. Es ist schlecht, ihn zu tragen. Sag mal, hat der nur 150% Laufgeschwindigkeit? Der könnte mal schneller laufen. Der schleicht. Die Schleicher ist das. Ich kann nur ganz normal laufen. Mehr nicht. Gib du hast wahrscheinlich irgendwas geskillt mit mehr Bewegungstempo, ne? Oder? Das, oh, passt auf die Gruppe auf. Ah, die nehmen es auch mit. Oh, die Insatz ist zu Ende, die müssen weg. Die haben Urlaub. Ja. So wie, ne? Reste essen. So muss weg. Essen. Aber wir haben es geschafft. Yeah.
Könnten sie eigentlich wirklich mal machen. Endboss tot, alle anderen gehen raus. Ja. Ja, ich habe 10% mehr Geschwindigkeit als du. Ja, Cheater. Er cheatet, wo er nun kann, ne? Ja, logisch. Lasst mich nur zurück. Guck mal, selbst dieser Schamane, der ist langsamer als ich. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Ja, weil ich habe gerade erst in Wolf gewechselt. Achso, was gebremst. Ja. Guck mal, kein Kirschner dabei, der den Drachen hier wegholt. Sauerei. Darf ich. Nicht dran, dass du falsch geskillt hast. Auf RG warst du Kirschner. Mhm. Hättest du mal, ne, bei deinen Leisten geblieben und sowas. Ja, genau. Wärst du Schuster geblieben. Ach, eine Spinne. Spinne. Was, Pokémon-Kampf? Nö, einfach nur dumm. Was denn, das ist ein Smaragdschiefer-Jungtier. Ist mir egal. Hat 6 Beine, Spinne. Es hat 4. Hat 4? Ja. Und selbst ein Tier mit 6 Beinen ist keine Spinne, sondern wenn, dann überhaupt nur ein Insekt. Ein Meerfüßler. Ein Meerfüßler. Ich geb's auf. Da will man den Leuten noch was beibringen und sie bilden, ohne die Bild-Zeitung mit sich vor der Nase zu halten. Ne? Und dann, ach. Mit der Bild-Zeitung kannst du mich höchstens verjagen. Das geht auch. Nicht gut, aber sonst, naja. Ne, das ist dann, da hilft kein Antifiertotem. Ja, genau. Muss ich Feuertotem stellen. Fällt dir was auf? Ich überhole dich gerade. Nee, bis jetzt überholst du mich gerade mehr. Er ist ja immer so ein bisschen verzögert von dem, was du selber wahrnimmst und was tatsächlich halt für Einzelspieler halt passiert. Das sehe ich ganz oft hier, wenn ich die WoW-Serie gestalte. Ich habe da halt meinen eigenen Privatserver dann halt stehen und wenn ich dann von einem PC auf einen anderen PC switche und halt Charaktere bewege, wie das halt zeitverzögert halt alles passiert, obwohl halt alles lokal halt hier stattfindet, ist schon wow. Das dann vernünftig abzuteilen, ist schon wow. Glaub ich dir. Wow. Einfach nur wow. Hey, cool, Schulterstücke. Nehme ich gerne. Bleib auf dem Boden. Endlich mal vernünftige Plattenschulter hier, die viel zu groß sind für meinen Charakter. So, nach dieser glorreichen Instanz würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Aufnahmepause. Nachdem wir es glorreich geschafft haben, guten Loot hatten. Dann gucken wir mal, ob wir dann in der nächsten Folge mehr Richtung 85 gehen und dann damit auch schon Cataclysm quasi beenden. Ich bin sehr gespannt. Hoffe ihr auch. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bissi. Tschüss.